Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spider-Man. In der letzten Folge haben wir uns um Fritz gekümmert und diesen jetzt eingesperrt. Da sind wir auch oftmals in den Bosskampf gestorben, aber egal. Und jetzt sind wir zu unserem Arbeitsplatz gegangen und da ist er dabei Otto, unserem Boss, was schiefgegangen bei seinem Experiment. Und wir wollten jetzt nachgucken, was jetzt schiefgegangen ist. Wir haben schon repariert letzte Folge und jetzt gucken wir, ob es auch wirklich funktioniert jetzt. So gut wie neu. Naja, funktioniert. Doc hat neue Materialien für Prothesen getestet. Ich sollte es mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Warum also nicht jetzt? Okay. Aber hier drüben war auch noch was. Ich glaube, wir haben hier Modelle jeder erdenklichen Prothese. Unser erster Freiwilliger, Lance Corporal Texidor. Verlor seinen Arm in Übersee und will nur seine Tochter wieder umarmen. Okay. Sonst noch was hier zu tun für mich anzuschauen? Aber natürlich, wenn man sowas erreicht, ne? Oh, das wäre schon schön. Eine Prothese, die funktioniert. Wie man es will, natürlich. Ich brauche keine Musik, nein, danke. Ich brauche keine Musik. Was gibt's hier noch? Heute ist ein großer Tag. Prüfung des Zuschusses. Wir sind bereit. Die Arbeit hat beträchtliche Fortschritte gemacht. Ehrlicherweise hätte ich nie gedacht, den Zugaktuator auf ein akzeptables Toleranzniveau bringen zu können. Aber Parker, er ist ein einmaliger wissenschaftlicher Querdenker. Ich wollte gerade ein maßgefertigtes Ersatzteil bestellen, als er vom Eisenwarengeschäft ein Lösungsmittel und eine Zahnbürste mitbrachte. Bang! Aktuator-Problem gelöst. Der Junge ist ein Genie. Ein Genie, das chronisch zu spät kommt. Oh, es ist schon 10 nach. Wo bleibt er? Er kann unmöglich die Prüfung vergessen haben. Ich habe sie enttäuscht, Doc. Ja. Das passiert halt, wenn du ein privates Leben führst und gleichzeitig die Stadt retten willst, Parker. Aber jetzt gucken wir uns noch das hier drüben an. Dann. Peter, ich danke nochmal für die Gutachten. Kreuzgutachten sind das Rückgrat der Wissenschaft. Bei der Vorbereitung auf die Anprobe stiegen Zweifel in mir hoch und ich fragte mich, ob das wirklich die beste Methode des Gliedmaßenersatzes sei. Töricht, ich weiß, aber ich frage mich... Gibt es einen anderen Weg? Wie? Oh, ich habe ja ein paar Spider-Man-Filme gesehen. Oder ich habe halt alle gesehen, bis auf No Way Home jetzt. Also die neuesten. Ich kenne aber alle anderen. Er meint jetzt aber nicht den Typen, der sich damals in eine Eidechse verwandelt hat, oder? Oder einen Lizard. Die gleiche Art. Und ich weiß natürlich auch, wer Otto ist. Aber für die, die es nicht wissen, halte ich mal lieber die Klappe. Unbekannte Substanz gefunden. Einen neuen Kontaktwerkstoff für Prothesen getestet. Dein Ziel ist es, die unbekannte Substanz anhand ihrer Absorptionsspektrums zu identifizieren. Verwende Fragmente der unbekannten Substanz und bringe die Absorptionslinien im Spektrum in Einklang. Sorry, falls ich irgendwas falsch vorlese, gell? Bewege deinen Cursor mit links und drücke X, um ein Fragment aufzuheben. Mach ich doch. Achso, hier drüben. Platziere das Fragment in einen verfügbaren Platz und versuche die Absorption in den Einklang zu bringen. Das funktioniert hier perfekt. Dann das hier drüben. Das, wenn das so einfach ist, dann. Muster gefunden. Analysiert. Substanz identifiziert. Hydrogel Polymer Komposit. Sehr hohe Impedanz. Doc sollte lieber andere Materialien ausprobieren. Oh gut, dann sagt das selber auch noch. Gut, verstanden. Verlasse das Labor. Okay. Ich sollte verschwinden, bevor ich die Sache für Doc noch schlimmer mache. Wie viele Laborfeuer hatten wir bisher, Otto? 3? 4? Daran sieht man, dass wir Fortschritte machen. Aus der Asche der Fehlschläge entsteht große Wissenschaft. Dr. Octavius' Optimismus ist wirklich nicht zu erschüttern. Aber er hat recht, es kann nicht immer alles gleich funktionieren. Man muss Fehlschläge haben, damit man irgendwas schafft.
So, und was ist hier noch? Doc hat viele große Durchbrüche gehabt, stand aber immer im Schatten. Meistens von Oscorp. Dieses Mal wird es anders sein. Mal schauen, Peter, mal schauen. Mein Abschluss scheint ewig her zu sein. Ich war Praktikant bei Doc. Durch ihn habe ich erkannt, dass ich im Laborkittel ebenso helfen kann wie in Strumpfhosen. Vielleicht sogar mehr. Ja, du hilfst als Spider-Man allen, die Hilfe brauchen, aber als Wissenschaftler hilfst du jedem. Erst gestern haben wir eine außergewöhnliche Reaktionskaskade in der Limbischen Brücke gesehen. Wir brauchen Ergebnisse, keine Kaskaden, Doktor. Und Sie kriegen Ergebnisse, vertrauen Sie mir. Unsere Arbeit wird immer vielversprechender. Die Reaktionskaskade war ziemlich beeindruckend. Gibt's noch was? Anscheinend nicht. Ist da noch was? Ich laufe noch einmal rum, um vielleicht noch ein Gespräch zu triggern. Ah, hier ist noch was. Wir versuchen, die Prothesen-Hardware zu verbessern. Ich sollte mir ansehen, was Doc entwickelt hat und es nochmal prüfen. Die Station ermöglicht dir, an Stromkreisprojekten zu arbeiten. Erhalte EP und andere Belohnungen, wenn du Projekte abschließt. Mit deinem Fortschritt im Spiel werden weitere Stromkreisprojekte freigeschaltet. Doc wollte die Granularität des Aktuators verbessern. Hier. So. Ist ja easy. Drehen. Sehr schön. Ganz glatte Reaktion. Und die nächste. Vielleicht kann man die Greifkraft einstellen. Die sind eigentlich easy Puzzle. Die werden wahrscheinlich noch schwieriger, aber bis jetzt gehen sie vollkommen klar. Easy. Schon besser. Zumindest keine Knochenbrüche bei einer Begrüßung. Stromkreisprojekte. Moment. Habe ich auch alle gemacht oder gibt es noch andere Kategorien? Nee, alle gemacht. Passt. Wie sieht's mit EP aus? Stufe 2? Habe ich was? Nee, habe ich nicht. Oh, Wilson Fisk. Gewicht 204 Kilo. Okay. Steht da? Unterwelt-Superhirn. Movesliste brauche ich nicht. DLC. Hauptstory habe ich 2% jetzt schon? Aber ich mache doch eigentlich nichts. Na egal. Weiter geht's mit der Story. Weiche mit Gras in die Wand aus und ja. Ja, das Kostüm ist ganz schön kaputt, mein Freund. Ist Fisk schon in Rikers angekommen? Nicht Rikers. Unser Mann genießt die VIP-Behandlung. Er ist im Raft. Ah, zusammen mit Scorpion, Electro und dem Rest. Fisk wird sich wohlfühlen in dieser Gesellschaft. Kannst du zum Revier kommen? Ich habe ein Problem, das nach deinen einzigartigen Fähigkeiten schreit. Für dich, Yuri? Jederzeit. Bin unterwegs. Okay, dann geht's jetzt zum Polizeirevier. Da haben wir schon ein paar alte Namen, die man gehört hat. Es gibt eine neue Episode von Just the Facts. Mal sehen, was mein größter Fan über Fisks Niederlage denkt. Willkommen bei Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Hörer wie Sie die Probleme unserer Stadt besprechen mit dem Pulitzer-Preisträger Zweifachen. Zweifachen Pulitzer-Preisträger und ehemaligen Herausgeber des Daily Bugle. Hey, mehr Werbung fürs Buch! Und wie immer, wenn Sie Mr. Jamesons Buch Spider-Man Gefahr oder Bedrohung in den nächsten 24 Stunden bestellen, erhalten Sie eine signierte Ausgabe. Keine Widmung, Sie brauchen gar nicht erst zu fragen. Hier ist Just the Facts mit J. Jonah Jameson, wo Sie von Gefahren hören, die Sie bisher gar nicht kannten. Dann möchte ich zu den Anrufen. Sprechen Sie. Okay, also man muss Spider-Man doch lassen, dass er Wilson Fisk eingebuchtet hat, stimmt? Ich meine, ein Gangster-Boss weniger ist für alle gut. Ist das so? Sagen Sie, sind Sie Polizist,
Staatsanwalt? Vielleicht ein preisgekrönter Reporter mit jahrzehntelanger Erfahrung wie ich? Nee, ich bin Klempner. Oh gut, dann reparieren Sie mein Klo und halten Sie die Klappe! Erzählen mal was über Gangsterbosse. Sobald einer weg ist, entscheidet jeder Penner mit Knarre, Jogginghose und kiloweise Goldketten, dass er der nächste Pate ist. Es wird einen Bandenkrieg geben, aber interessiert das diesen bescheuerten Spinner? Natürlich nicht. Er war im Fernsehen und nur das zählt. Ha! Jetzt kann ich Kupferrohre kaufen, ohne jemanden zu schmieren. Bis zu dem Bandenkrieg bin ich auf der Seite des Spinners. Reden wir weiter, wenn drei neue Banden bei Ihnen Schlange stehen, um für das Rohr dreimal zu kassieren. Oder Ihnen die Beine zu brechen. Wiederhören. Eines Tages, Jonah. Ich krieg dich noch, sobald, dass du was Nettes über mich sagst. Eines Tages. Eines Tages, ja. Was ist deine Ausrede, hierher zu kommen, seitdem du nicht mehr rauchst? Dass ich den ganzen Mist leid bin. Klingt plausibel. So, was wolltest du? Ein Date für den Polizistenball? Hast du einen schwarz-weißen Anzug? Dieses Jahr gibt's keinen Ball. Wir haben zu viel für Oscorps Überwachungstechnik ausgegeben. Das war's wert, oder? Das war's. Bis vor einer Stunde. Das System ist abgestürzt. Stadtweit. Alle Türme. Warum? Es heißt, jemand habe den Hauptserver sabotiert. Und jetzt sind alle Türme offline. Ein Insider? Kann sein. Das kriege ich noch raus. Jetzt müssen wir die Türme wieder zum Laufen bringen. Schnell. Und du rufst mich? Oh, wie nett. Ich rufe jemanden, dem ich traue. Die Signale wurden verschlüsselt. Wir wissen nicht, was zu tun ist. Ich liebe Prüfungen. Dann besteh sie gefälligst. Ich dachte, du vertraust mir. Ich sehe mir mal den Turm an. Den Frieden wahren. Reparieren Sie den Turm. Entschlüsseln. Frequenzen wurden verschoben, raffiniert. Hatte ich grad. Fuck, ich hatte's grad. Jetzt. Aber ich glaube, das ist doch das Kartensystem, oder? Nicht bloß eine hübsche Maske, was? Was immer du auch getan hast, kannst du das bei den anderen wiederholen? Klar, aber ich musste mich mit dem Turm synchronisieren, um ihn zu reparieren. Ich sehe jetzt alle Verbrechen für das Gebiet. Anscheinend findet gerade in der Nähe ein Einbruch statt. Gut, ich habe Einheiten in der Nähe. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. Oh, das ist also Karte, gut. Los! Pass auf, okay? Die Typen haben sicher nicht nur ihre Schlüssel vergessen. Gegner mit Nahangriff, Nahkampfwaffen blockieren die blocken die meisten Angriffe ab, sind jedoch anfällig gegen Liftschleuderangriffe, Netze und Wurfobjekte. Ja, drücke wiederholt, achso. Krass, so. Bro, ich wollte das andere machen. Bro. Bro, Alter. Komm schon, Luftangriff, Luftangriff. Komm schon, du bist auch down. Du bist down und du bist auch down, mein Freund. So. Verbrechensmarken. Verbrechensmarken? Okay, erledigt. Vielen Dank. Ich sehe jetzt einen Überfall in deiner Nähe. Du hast Glück, Yuri. Dein Lieblingspolizist mit der harten Schale und dem weichen Kern ist in der Stadt. Was? Nein. Du hast versprochen, dass du das nicht mehr... Spider-Corp. Bitte nicht. Ah, also mit den Verbrechen kann ich also bessere Rüstung herstellen. Oder Ausrüstung. In die Richtung. Bro, Alter, was mache ich hier gerade? Bro, holy shit.
Dämlicher Superheld? Hast du gerade mich dämlich genannt, mein Freund? Und das nächste Verbrechen. Du bist also der Spitzel. Verschwinde, Mistkerl. Ja, das ist sie. Ich sagte, verschwinde. Lasst mich in Ruhe. Ganz ruhig, Lady. Fasst mich nicht an. Lasst sie los. Brecher, blockieren deinen Nahangriff an. Blockieren deine Nahkampfangriffe. Setze Netze und Wurfobjekte ein, um sie verwundbar zu machen. Und down. Komm schon. Komm schon. Down, 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 down. Ihr müsst doch nur down gehen. Komm schon. Down, down, down. Und du bist down. Hau ab, oder sie ist tot. Lass mich los. Rette die Geisel, bevor die Zeit abläuft. Benutze L, um das Ziel anvisieren und drücke R, um den Gegner zu entwaffnen. Ah, können die echt sterben? Das würde mich interessieren. Können die sterben? Ich probiere es jetzt mal nicht aus. Alles okay, Ma'am. Ich wusste, dass Jameson Unrecht hat. Du bist ein bisschen seltsam, aber du hast ein gutes Herz. Wissen Sie, wo Sie hin können? Ich komme allein klar. Aber sicher. Nur für alle Fälle, es gibt da das Feast-Center. Kenne ich. Ich will keine Almosen. Die haben die besten Pfannkuchen der Stadt. Mit Abstand. Mom hat die immer gemacht. Ich habe schon lang keine mehr gegessen. Ich schau mal vorbei. Danke, Spider-Typ. Das heißt Spider-Man, Ma'am. Von hier aus müsste ich den nächsten Turm sehen können. Halte L in Richtung einer Wand und drücke dann für einen Wandlauf R2 gedrückt. Gut. Bro! Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Bro, bro, bro. Zweiten Kontrollturm. Da hinten. Kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Ja, das ist doch der Charme hier. Bro, Alter. Holy shit. Halte zum Ziel L2 gedrückt in der RMS und dann R2, um einen Bereich anzuvisieren. Gut. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Okay. Volltreffer. Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Das untersuchen wir direkt, Spidey. Bro, komm schon nach oben. Was sind da Fundsachen? Wo denn? Ach, da. Oh, wow. Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? In Rucksäcke, um Rucksacksmarken zu verdienen, mit denen du bessere Ausrüstung herstellen kannst. Zum Fortfahren X drücken. Holy shit, wie viele hast du denn bitte? Kann ich die irgendwie markieren? Tatsache. Polizei zerstören, gesperrt, Rucksäcke. Oh, diese 2% sind nur dieser Abschluss, dieser Teil, gell? Oh, holy shit, es ist ordentlich noch was zu tun. Aber finde ich doch gut so, finde ich gut so. Dann markieren wir mal den, da sind wir näher dran. Rucksack entdeckt. Menü vom ersten Date. Doktor, es gibt einen Überfall, ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh,
Aber um das Verbrechen kümmern wir uns noch und dann hören wir die Folge auf. Überfall. Sorry. Mach den Safe auf, na los. Hi Leute. Ah! Spider-Man, knallt ihn ab. Ja, komm schon, Daumen mit euch, Daumen mit euch, Daumen mit euch, Daumen mit euch. Passt es? Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Ach, ich mach dich. Bro, komm, echt jetzt. Na ja, komm. Noch wo? Ja, du noch. Ich sehe schon, du noch. Down. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Cop repariert ihn? Ich habe nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Cops unermüdlichen. Yuri? Yuri, bist du noch da? Die reden Englisch, kann es sein? Haben sie überwältigt. Schlechtes Licht. Nach links. Brauchst du das für schon Steuerberater? Ich hole mir noch den Rucksack und dann war's das. Ui. Bro, Alter. Holy shit. Da bist du irgendwo. Hab dich. Alter, Bro! Da hinten. Da. Da. Bro, Alter, ich liebe es jetzt schon, dass er wie eine Spinne klettern kann. Krankenhausrechnung. Oh. Karte? Halt endlich drauf. Hast du ein paar Räuber für dich gemacht? Was sonst? Wie sonst was? Ah, das sind also auch. Okay. Rucksäcke. Die Speisekarte vom ersten richtigen Date mit MJ. Ich hätte sie gern edler ausgeführt. Aber es macht ihr nichts aus. Hm. Meine verletzte Schulter war schnell verheilt. Länger dauerte es, bis die Rechnung bezahlt war. Cheater? Boah, $2,400. Holy. Na egal. Ich sage allerdings, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir den nächsten Turm holen. Ciao. Euer Gladius.